Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Grand Ages Medieval. Wir haben ja den Auftrag, alle Waren in Konstantinopel aufzukaufen. Ist nicht gerade unwenig. Entsprechend brauchen wir in Sofia einen Händler. Können wir eigentlich noch mehr holen? Nein. Und extremst viele Karren. So, also das ist die Mindestmenge, mit der man rechnen muss. Ich hoffe, dass das ungefähr hinhauen wird. Ich wage gar nicht daran zu denken, was das an Unterhalt kostet. Und dann können wir mal gucken. Wir haben ja immer noch in einigen Bereichen eine starke Überproduktion. Dass wir die ein bisschen abreduziert bekommen. Das heißt, wir könnten nochmal Wein bauen. Erstmal noch kurz checken. Rattenplage. Rattenplage ist... Ein Zehntel der Nahrungsvorräte. Dann müssen wir erstmal warten, bis das vorbei ist. Wir können mal die Geschwindigkeit wieder entsprechend anpassen und schauen mal, dass die Rattenplage dann bald vorbei ist, damit wir dann auch wieder sehen, was hier normal produziert wird. Beziehungsweise wir dann eine Allgemeinübersicht haben. Und ansonsten haben wir keine interessanten Katastrophen, das ist gut. So, die Ratten sind hinfort. Alle Städte. So, also, wir könnten auf jeden Fall einen Wein bauen. Kohle können wir nochmal nachbauen. Prunk. Brot. Honig. Also Wein, Kohle, Prunk, Brot, Honig. Kohle. Wein und Honig. So, dann dürfte sich auch die allgemeine Überproduktion ein bisschen reduzieren und unsere Händler haben dann hoffentlich bald wieder ein bisschen mehr Kapazität, ein bisschen mehr Platz, damit ja, sinnvolle Sachen wieder transportiert werden können und hier die Überfüllung der kleinen Bollerwägelchen dann irgendwann mal abgeschlossen ist und dann auch hoffentlich die anderen verbleibenden Fabriken, die noch im Bau sind, gebaut werden und wir dann dort auch noch entsprechend mehr erreichen können. Dass dann da sich das auch alles noch ein bisschen runter reduziert. Brot könnte man noch mal einen nachziehen. Aber warten wir mal ein Sekündchen. Wir gucken erstmal in Sofia nach. Es sind noch 26 Bollerwägelchen, die zu bauen sind. Ein bisschen Geld müssen wir auch anhäufen, damit wir überhaupt die Option haben, den ganzen Kram da aufzukaufen. Also du bist doch beschäftigt, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Und Brot werden wir dann nochmal einen nachbauen. Hier irgendwo in eine Stadt, wo noch Platz ist. Dann sind jetzt die Werkzeuge auch bald wieder knapp. Was gar nicht gut ist, denn hier die Fabriken hier unten brauchen ja auch noch ein bisschen was an Werkzeug zum Bauen. Prunk könnte man auch fast beinahe nochmal nachziehen. Honig und Wein ist auch nochmal interessant. Ja, Honig, Wein und Brot kann man auch noch einmal nachziehen. Und auch entsprechend noch einmal Prunk. Also machen wir das noch direkt wieder. Einmal Prunk, Brot, was haben wir noch gesagt? Ein Wein war das, ne? Wein können wir auch nochmal nachbauen. Gut. Honig können wir auch nochmal nachziehen.
Dann dürften hier die ersten Sachen sich hoffentlich bald beruhigen, damit unsere Händler möglichst viel Kapazität haben, sinnvolle Sachen von A nach B zu transportieren. Wollen wir mal einen Blick werfen nach Sofia. 9 Bollerwägelchen sind es noch. Wir haben auch wieder einen Kontostand von 5 Millionen. Ich bin mal gespannt, was wir dann mit dem ganzen Gelumpe machen sollen, das wir in Konstantinopel kaufen. Denn das ist ja nur echt nicht unwenig, was da ist. Und der Unterhalt, oh, was der kostet, ey. Oi, oi, oi. Da graut mir so ein bisschen vor. Sieht es bei unseren Städten aus? Ja, Honig. Ja, ist wieder irgendwo eine Katastrophe unterwegs. Ja, hier zieht Sturm durch. Da hat sich soweit wieder alles beruhigt. Ja, passt mal. Ich hoffe mal, dass das alles fertig wird. Und dann das Ganze auch läuft. Nein, du bist der falsche Händler. Dich will ich nicht. Dich möchte ich haben. So, den klatschen wir die ganzen 40 Bollerwägelchen drauf. Und dann gehst du Exquisit. ab nach Konstantinopel. Dann bin ich mal gespannt, ob das finanziell überhaupt reicht, dass wir das Ganze hier überhaupt versorgen können. Also, dass wir ausreichend Geld haben, um jeden Mist, der hier vorhanden ist, aufzukaufen. Sehr gut. Barnas Zielstrebigkeit hat sich bezahlt gemacht. Endlich stimmt der Patriarch zu, Eudokia von ihrem Eid zu entbinden. Unter seiner Leitung geht die Zeremonie feierlich vonstatten. Und schon währenddessen lodert der Eifer dunkel auf Barnas Zügen. Kaum ist die Kaiserin auf ihren Thron gesunken, folgt sein stürmischer Heiratsantrag. Eudokia gibt sich geschmeichelt, doch sie lehnt ab und bittet um Bedenkzeit. Wutentbrannt stürmt der Graf von Odessa aus dem Thronsaal und die Folgen seiner Enttäuschung werden bald bekannt. Barnas erklärt Konstantinopel den Krieg. Wir waren erfolgreich, Geliebter. Alles spricht von Barnas Kriegserklärung. Der Senat fürchtet ihn und auch der Patriarch, so sagt man, hat sich von ihm abgewandt. Die Senatoren sind unsicher, sie suchen einen starken Verbündeten. Zeige ihnen, dass du Barnas im Griff hast und sie werden deine letzten Taten schnell vergessen. Sobald sie erkennen, dass du ihre einzige Chance bist, werden sie um deine Freundschaft betteln. Wir sollen also eine Stadt übernehmen. Übernimm eine von Barnas Städten auf friedlichem Weg. Das ist offen gestanden gar nicht so einfach. Und das heißt, die Hauptstadt, die werden wir wohl nicht kriegen. Könnte man höchstens Kiew oder sowas probieren. Und jetzt haben wir das nächste Problem. Was machen wir eigentlich mit dem ganzen Gelumpe, das wir hier haben? Erstmal wieder verticken. So, da ein bisschen was wieder rausbekommen. Und hier unser Bollerwägelchen nicht ja, völlig überfüllt ist. Komplett ausgleichen werden wir es wohl nicht können. Aber ich wäre ja froh, wenn wir überhaupt einen Teil zum halbwegs vernünftigen Preis loswerden. So, wie viel hast du jetzt noch an Kapazität? 3000. So, sind wir das wenigstens los. Weißt du was, wir verkaufen das alles, egal zu welchen Preisen. Nimm mal hin den Mist.
So. So. Dann gehst du Schon heim nach unterwegs. Sofia. Du hast 40 dabei und jeder Einzelne hat eine Kapazität momentan von 12 Wägelchen. Ja, wir könnten noch mal welche nachbauen, dass wir dann hier in der großen Hoffnung sind, wieder ein bisschen Platz zu haben, dass ein bisschen was von A nach B gekarrt werden kann und dadurch dann auch wieder ein bisschen Baumaterialien von A nach B kommen und dass dann hoffentlich hier unsere Über. Wir könnten jetzt natürlich auch wild und hemmungslos Fabriken abreißen. Ja, es würde auch funktionieren. Habe ich aber offen gestanden nicht ganz so viel Interesse dran. Ich weiß bloß nicht, ob wie viel Wägelchen wir erhöhen. Erhöhen wir gleich um 3. Um 3. Das heißt, wir bräuchten insgesamt auch eine ganze Menge. So, dich ziehen wir erstmal runter. Sind 26 Karren übrig. Wir müssen insgesamt 14 ausstatten. Das sind 42 Wagen, die wir da brauchen. Dann bauen wir doch entsprechend noch Karren nach. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Sehr gut. Das läuft. Und wir können dann mal. Wo haben wir den geparkt? Ach, den haben wir bei Konstantinopel, ne? Ja, genau. Abflug. Gehen wir da erstmal schauen. Ach, Fast da da. kommen wir gar nicht weit genug. Ach du. Mit wem kämpft man hier? Mit Viehzeug. Verschwinden wir! Ja, hau mal ab und das ziemlich zügig. So, wo ist hier unsere Landwehr? Was? So weit? Ja, so weit. Könnt auch immer schön nörgeln. So, ihr kämpft da oben jetzt hoffentlich, genau, und dann werden wir danach nämlich noch die Höhle wieder ausrotten. Sehr gut. Da sollen wir hin? Und dann werden wir mal gucken. Eventuell müssen wir glatt noch eine Stadt gründen. Denn wie gesagt, wir kommen nicht sonderlich weit. Und was eigentlich viel schlimmer ist, wir brauchen einen Händler, der dann hier Kiew beliefert. Was? So weit? Ja, so weit. Ihr ja, armen, armen Leute. Was produziert denn Kiew eigentlich? Ziegel, Kohle, Wolle, Keramik und Werkzeug. Ja, da könnten wir ja eigentlich hier im äußeren Bereich so ein bisschen. Ich möchte den Weg hier möglichst kurz halten, damit wir halt in Kiew arg beliebt sind. Wir mal gucken, was unsere Bollerwagen machen. Die sind alle in Produktion, alle in Bau. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier unsere ganzen Händler mal zusammengesammelt kriegen und nach Schon Sofia unterwegs. schicken. Mit Freude. Gucken, ob wir hier jenen erwischt haben. Nein, haben wir natürlich Exquisit. nicht. Sehr wohl. Und bei der Gelegenheit könnte man nämlich auch gleich mal checken, ob die Handelsrouten noch optimal sind. Sehr wohl. Und das sind sie scheinbar nicht. Aber wir haben doch hier noch einen Bautrupp über. Kannst du eigentlich hier eine Überlandverbindung bauen? Nein, kannst du nicht.
Das ist schlecht. Gut, dann ruhe dich mal weiter aus. Irgendwo fehlt uns hier noch ein verwirrter Händler. Irgendwo fehlt ein Händler. Es sind nur 14, es sollten aber 15 sein. Oder können wir noch einen bauen? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee, können wir nicht. Das heißt, irgendwo habe ich einen Händler verloren. Da. Da rennt er rum, der arme Sehr Kerl. wohl. Sehr gut. So. Dann werden wir mal an der Optimierung arbeiten. Das heißt, den letzten Händler müssen wir uns frei halten. Das kannst du mal dezent knicken hier, die Tour. Du fährst nämlich so, wie ich das gerne hätte. Und dann werden wir gleich über die Kopierfunktion das Ganze hier ein bisschen mit einfügen. So, da kannst du fahren. Das ist okay. Den kopieren wir, den Auftrag. Die Und Reise dann kannst du beginnt. dich bewegen. Nächster Händler. Route aktiviert. Sehr gut. Die Reise Die beginnt. rennen zwar jetzt alle in dieselbe Richtung erstmal los, aber das soll uns relativ egal sein. Und los geht die Tour. Halt. Genau. So rum soll es laufen. Die Reise beginnt. Nächste. Route Auch aktiviert. du bist unterwegs. War schon 15? Und los geht die Tour. Die Reise beginnt. Das ist gut, dass die Reise beginnt. Und los geht die Tour. Ja, aber husch, husch. 15 und auch hier wieder den schönen Plan mit einkopieren. Route aktiviert. Genau, und dann kannst du unterwegs sein. Route Auch aktiviert. du bist unterwegs. Die Reise beginnt. Jupp. Dann bewege er sich. Die So, Reise du beginnt. darfst auch. Und für dich werden wir halt mal schon anfangen, hier hinten ein bisschen Handelsroute zu machen. Nimmst du noch irgendwo was mit, was da oben gebraucht werden könnte? No, eigentlich nicht, ne? Ja, die können hier untereinander dealen, das reicht. So, dann kannst du da auf der kleinen Route unterwegs sein. Und Die Abflug. Reise beginnt. Und wir nehmen uns unseren letzten Händler vor, der seine Bollerwägelchen noch mitbekommt. Das kopieren wir hier wieder rein. Sehr schön. Und Und los der geht die ist auch Tour. unterwegs. Und dann hoffe ich mal, dass sich das jetzt hier alles noch wieder ein bisschen einpendelt. Und wir auch das ein oder andere an der Produktion dann noch, ja, vernünftig und ordentlich geregelt bekommen. Und dann schauen wir mal.
wie das überhaupt in Kiew aufsetzen. Aussieht. Weil viel mehr können wir ja momentan nicht sehen. Ich möchte jetzt aber auch keine 100.000 weiteren Städte gründen. Für den Moment. Die mögen uns natürlich noch nicht. Ihr habt etwas mit. Ihr habt ein gutes Angebot für mich. Und hier müssten wir dann nachher den Kauf machen. Und Barnas müssten wir natürlich auch noch ein bisschen hochziehen. Der müsste auch noch etwas mehr Sympathie uns gegenüber haben. Hat momentan nur 50%. Ist natürlich nicht sonderlich viel. Hast du eigentlich Zeug jetzt dabei, was du hier verdienen kannst? Jo. 2%. Ja, geht da voran. Odessa 14%. Aber Odessa ist zu teuer. Wenn überhaupt, dann können wir uns Kiew leisten. Wenn er die Stadt überhaupt rausrückt. Das ist nämlich dann schon mal das Nächste. Das wird nicht ganz einfach, ihn zu überzeugen. Und unsere Dealer hier sind auch schon wieder alle mehr als überfüllt. Trotz der hohen Kapazität. Naja, wir produzieren von manchen Sachen auch wirklich zu viel hier, ne? Über 200 Wolle zu viel. Ein bisschen Ziegel, ein bisschen Holz zu viel, Getreide, Früchte sind momentan auch ein bisschen drüber, Felle, Bier. Aber wir haben jetzt zumindest bis auf einmal Kleidung alles bauen können. Und das bedeutet, da wir hier noch ganz schön Bedarf haben, können wir zumindest beim Salz noch nachproduzieren, wir können beim Fisch noch nachproduzieren. Und dann wird auch der ganze Überproduktionsbereich langsam etwas runtergedrückt und runter reduziert. Aber das schauen wir uns erst beim nächsten Mal an. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye-Bye.